Emma Stone will von nun an anders genannt werden. Gerade erst gewinnt die US-Amerikanerin ihren zweiten Oscar für ihre Leistung in Poor Things und ist deshalb in aller Munde. Umso überraschender, den Namen, mit dem sie vor vielen Jahren berühmt wird, will sie ändern. In einem Interview erklärt die La La Land-Bekanntheit: "Ich würde gerne Emily sein." Tatsächlich heißt die 35-Jährige auch mit bürgerlichem Namen Emily. Damals nennt sie sich aber Emma Stone, weil es in der Schauspielergewerkschaft Zac Efra schon eine Emily Stone gibt. Sie stellt klar: "Dann bin ich vor ein paar Jahren ausgeflippt. Aus irgendeinem Grund sagte ich mir, ich kann das nicht mehr machen, nennt mich einfach Emily." Alle in ihrem Umfeld tun dies bereits. Emma ist nicht die Einzige, die ihren Namen ändern muss. Miley Cyrus heißt eigentlich Destiny Hope Cyrus, wird so aber nicht genannt. Und die deutsche Schauspielerin Diane Kruger trägt bei der Geburt den Nachnamen Heidkrüger. Für die große Karriere im Rampenlicht entscheiden sich also viele Stars für eine Namensänderung.